25 Jahren stand ich ungefähr da auf dem Acker und habe das gefilmt, wie sie errichtet wurde. Ne? Und jetzt sieht man, wie sie abgebaut wird. Und schau ab, du Fliege. Nebenbei fliege ich noch mit der Drohne. Okay, mal gucken. So sieht's aus mit der Drohne. Spiegelt übelst. Da, so sieht's aus. So, mit der Drohne habe ich jetzt die Perspektive eingenommen, die ich damals hatte. Vor 25 Jahren stand ich dann quasi da. Ne? Ich hoffe, man sieht das ein bisschen. Und habe das so aufgenommen. Ne? Ist ganz cool mit der Drohne jetzt. Doppelt zu verfolgen. Ja, wenn das Maschinenhaus unten ist, ist der Kaffee fertig. Das ist gut. Gutes Timing. Tja. So, nun ist das Maschinenhaus gleich. Ja. Von 70 Meter ist jetzt wieder auf dem Grund angelangt. Hat die ganzen Jahre durchgehalten. Toll, dass man das noch mit erleben. Cool. Echt guter Zeitpunkt. Das war's. 25 Jahre Geschichte. Adios. So, uns ist jetzt aufgefallen, dass der Kran eingefahren wird. Ich weiß nicht, ob es das heute war, Feierabend, oder er hat halt nicht dieses Gewicht, was er braucht. Weil die Türme, die wiegen ja auch einen Haufen. Ne? Aber es wäre auch Quatsch, jetzt den Kran wegzubringen, wenn er einen neuen zu holen. Völliger Bullshit eigentlich. Ich weiß es nicht. Kann mich auch täuschen. Oder ja, Freitag, weil heute Freitag ist, es jetzt Feierabend machen. Wie spät ist denn das? Um 3. Komisch, komisch. Naja, wir trinken erstmal Käffchen und werden mal sehen, ob da was passiert. Ja. So, meine Lieben, das war's. Jetzt wollen wir vielleicht nochmal hinfahren und nochmal das Maschinenhaus abfilmen, weil es sieht so aus, als wenn keiner mehr da wäre. Ich will ja, wie gesagt, auch keinen Film da großartig. Mit der Drohne war ich auch nochmal oben. Es gibt ein geiles Drohnenvideo dann noch dazu. Mega. Es ist traurig, ja, aber ich bin froh, dass ich das heute echt miterleben durfte. Echt geil. Ich habe den Aufbau quasi miterlebt. Es war jetzt nur das Maschinenhaus, was ich jetzt filmen durfte, aber ich bin glücklich. Ne? Turm ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich das jetzt verpasse, aber so, ja, das Herz quasi von dieser Anlage habe ich jetzt miterlebt, wie es abgenommen wurde, ja. Und wie gesagt, vor 25 Jahren war ich hier vorne auf dem Acker mit dem Zelt, der kleine Tobi. Und hat das alles so dokumentiert. Siehe meine alten Feldheim-Videos. Ne? Vielleicht mache ich auch mal ein Video zusammen. Aufbau und Abbau. Ne? Werden wir sehen, wie ich Bock habe und so und wie zeitlich das alles schaffe. Ich habe noch viele Videos noch von Paderborn so, ja. Mal gucken. Aber ich denke, jetzt kommen erstmal diese Videos hier. Die haben erstmal Vorrang. Ne? So, vielleicht sehen wir uns noch vorne. Wartet ab. Ja, hier saß das, die Triebe drauf. Wahnsinn. Ah, es ist denn hier so schwer. Das ist hinten. Nee, der Generator ist auch schon groß. Komplett alles raus dann, war oder was? Oder ist das? Frag mich mal. Heftig. Deswegen hing das so nach unten. Nö, hinten ist auch noch Gewicht. Klar. Irre. Nie so gesehen. Und hier die Nabel mit Spinnerkappe drüber, ne? Heftig. Riesengroß. Die Schaltschränke links. Oh, scheiß Fliegen. So, hier ist also das Getriebe und ich vermute, dass oben drüber der Generator ist. Ne? Kann das sein? Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit dieser Maschine. Vielleicht kriege ich das noch raus, dann werde ich es auf jeden Fall ins Video schreiben. Aber wie ich das sehe, ist es das auf jeden Fall der Generator, weil hier auch die Scheibenbremse ist, die Anlage auch bremst dann halt. Ne? Ja. Und die Welle liegt dann quasi so lose da drinnen und hinten ist noch irgendwelche Pumpentechnik. Ne? Ja, leider habe ich da nicht so das Wissen für. Ne? Aber gut. Ups. Angestoßen. Ja, gut, dann war es das hier erstmal. Ne? Für jetzt passiert erstmal nichts mehr hier, denke ich mal. Ne? Ja, hier ist der Deckel oben drauf noch. Ja. Ja, hier ist quasi die Spinnerkappe und die Nabe hier innen drin. Ne? Und Generator und Getriebe, denke ich mal, ist halt eine Einheit, das ist verflanscht. Vom Logischen her würde ich das jetzt behaupten.
Aber ihr könnt dann gerne einen Kommentar berichtigen oder ich schreibe noch was drin, wenn ich was erfahre. Dann ist auf jeden Fall die Elektronik, Schaltschränke. Rechts irgendwas mit Pumpenhydraulik, keine Ahnung. Weiß ich nicht genau. Azimutmotoren sind ja hier, ne, die das Maschinenhaus antreiben. Hier haben wir da einen. Da sehe ich noch einen. Und einer hier vorne. Waren es nur zwei? Vielleicht haben sie auch welche zurückgebaut noch. Warum halt das Maschinenhaus so schief hing? Ja, falsch angeflanscht, keine Ahnung. Auch, vielleicht auch, das Gewicht hat ja auch gefehlt, ne? Hier vorne war ja nichts mehr drin. Und hinten ist halt noch ein bisschen Technik, ne? Das kann auch sein. Ja, auf jeden Fall ist das wie so eine Sandwich-Bauweise. Das Getriebe ist oben drauf und das Getriebe ist unten und der Generator sitzt oben drauf. Ich hoffe, ich sah es richtig. Aber ja, könnt mich berichtigen. Ich bin ja auch nicht perfekt, ne? Gut. Alles klar. Na dann mache ich wieder weiter, ne? Mach's gut. Ja, moin, da ist er wieder. Heute ist der 13. April 2024. Ich befinde mich hier wieder im Windpark Veltheim. Bei, naja, der noch BWU. In Teilen quasi. Also der Turm steht noch da. Da liegen die Rotorblätter. Wir sind jetzt mal ein Stück hierher gelaufen. Hier sind natürlich auch überall Kameras, ne? Deswegen gehen wir jetzt auch nicht weiter. Gestern haben wir das Maschinenhaus gefilmt und ich habe jetzt heute das Prospekt mit, um das mal zu zeigen. Da ist es. So. Kannst du mal bitte aufklappen? Natürlich. 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 Ja, ist das nicht toll? Da steht halt BWU oder nee. Als was wird ist die? Was steht vorne drauf? Repower. Ja, da steht halt Repower. Also egal, am Großen und Ganzen ist es genau das. Und ich hatte ja überlegt mit Getriebe und Generator. Und das ist halt, was steht? Einzigartiges Triebstrangkonzept. Robustes Getriebe. Entschuldigung. Jetzt habe ich mich verschleckert. Ich schöne das erstmal ab. So, und hinten befindet sich die Hydraulik, oder? War das so? Ich gleich mal lesen. Hydraulik, genau. Ich zeig mal drauf. Zack, genau. Das ist schön. Applaus, Applaus. Ja. So, genau. Das Ganze. Die Rotorpumpe, das habe ich gestern alles gezeigt mal, in live quasi. Ich würde es ja gerne jetzt vor Ort nochmal zeigen, aber ich möchte jetzt eigentlich dahin. Weil es ist jetzt, wie spät haben wir das jetzt? Nach 20 Uhr? Keine Ahnung. Ungefähr. Kuckuck. Ja, du willst auch mit ins Fernsehen. So. Also es ist quasi das Getriebe hier drunter. Oh, man muss mit dem Finger. Ach, da ist mein Finger. Und darüber befindet sich der Generator halt. Das ist so ein einzigartiges Konzept vom HSB, BWU, Repower. Die Blattvorstellung immer befindet sich hier. Hatte ich auch gezeigt, der Spinner, die Narbe. Ja. Auf jeden Fall ist das jetzt erstmal erklärt. Weil ich ja das Getriebe letztes Mal gesucht hatte, wo wir davor standen. Dachte ich, wo ist denn das hin? Aber jetzt wissen wir es ja. Habe ich so auch noch nie gesehen. Damals auch nicht mitbekommen, wo ich 16 war. Ja, was haben wir hier noch schön? Die Leistungskennlinie. Rotorbremse, das kennt ihr ja. So, hier drüben noch ein paar Daten. So. Genau. 1050 kW kann sie bringen, dann die Einschaltgeschwindigkeit 3,5 Meter pro Sekunde, Abschalt 25 etc. pp. Rotor, der Durchmesser beträgt 57 Meter. So, dann die Drehzahl. 22,9 Umdrehungen. Rotorblatt hatte eine Länge von 27,5. Material ist GFK. Windnachführung, Getriebe, Übersetzung. Da das lesen dann hier. Ich das jetzt hier. Und die Namenhöhen 55, 60 und 70 Meter. Dann das Fundament. Ja, hier seht ihr noch die Rotorblätter. Schade, man sieht auch nicht die Farben mehr. Also die Tippspitzen, nicht Tippspitzen, die Spitzen. Sieht man nicht mehr. Schade, schade. Ja, haben wir das auch nochmal im Kasten. Jetzt habe ich das erklärt, was es mit dem Getriebe auf sich hatte. Also ist quasi Sandwich-Bauweise. Jo. So, die Enercon E66 werden von der Firma Container sind auch gebaut. Schon da, also geht das hier auch bald los. Vielleicht auch jetzt nächste Woche gleich. Wir haben heute Samstag. Ja. So viel dazu. Dann sind sie bald weg. Schade. Und sind alle vier auch stillgelegt. Also die E66 hier auch. BWU ist sowieso, die liegt da schon unten. Ne? Und, ach so, genau, ganz wichtig noch, da vorne liegt auch ein Sägeblatt. Ein großes. Das heißt auch, dass sie die Rotorblätter zersägen werden vor Ort. Ne?
kommen, sind Schrott. Und was mit den Maschinenhäusern passiert und Turm und so, also der Turm wird wahrscheinlich auch verschrottet, das Maschinenhaus wird vielleicht noch verwertet. Mal sehen. Vielleicht erfahre ich das noch. Müsste ich mal bei Energiequelle nachfragen. Ich werde das eventuell dann ins Video schneiden. So, jo. Das war der Spaziergang. Und das war der Abschluss dann quasi. Hier siehst du Hagedorn. So sieht's aus. Ich denke mal, es sind die letzten Aufnahmen von dieser Reihe. Nächste Woche wird der Turm von der BWU verschwinden. Vielleicht kann ich das auch noch filmen ein bisschen. Ansonsten, ja, mir war es wichtig, dass ich wenigstens sehe, wie das Maschinenhaus zurückgebaut wird. Ja, gut, dann bis zum nächsten Mal. Reingehauen.